Ja, herzlich willkommen zum Fazit zum Wirtshaus, zum Schwarzen Keiler vom Aventuria, das Kartenspiel. Ja, eine große Erweiterung mit vielen Karten und ich lasse jetzt erstmal die Standardpunkte weg und komme gleich zum Eingemachten, ja. Weil es ändert eigentlich nicht viel am Spielsystem selber, das ist natürlich gleich geblieben, die Regeln für die Kämpfe und so weiter. Wie gesagt, da könnt ihr euch meine Spielerklärung dazu ansehen und mein Fazit dazu. Ja. Eben jetzt nur auf diese Erweiterung bezogen und auf die kleinen Packs, die es dazu gibt. Ja, ich finde es echt cool, dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat, was kann man denn so in das Spielsystem noch integrieren. Ja, denn der Dungeon-Modus, der vorher passiert, beeinflusst dann den Kampf schon ungemein. Ja, denn entweder bekommt ihr viel Schaden während dieser Dungeon-Erkundung oder ihr findet viel Ausrüstung. Ja, das ist schon sehr geil gemacht und ist sozusagen neben den Auswürfeln unter der Geschichte noch ein zusätzlicher großer Faktor, der den Kampf dann am Ende sozusagen noch sehr, sehr beeinflusst. Und das finde ich echt ganz cool gemacht. Ja, die Mechanik selber ist natürlich nicht neu, ja, dass man eine Karte zieht und dann passiert etwas. Aber was das Spiel natürlich sehr stark macht, und dafür ist Ulysses ja bekannt und das DSA-Universum, es erzählt einem immer tolle Geschichten und wenn man sich darauf einlässt, dann kommt das Ganze auch richtig, richtig thematisch rüber. Ja? Dass man zum Beispiel hier eine Karte hat, da steht drauf, dass eine spezielle Holzrüstung da gebaut wurde, ja? So eine Arbeiterkonstruktion und dann fällt einem eine Werkzeugkiste auf den Kopf, ja, dumm gelaufen. Also das ist recht cool gemacht, dass solche Effekte vor dem Kampf passieren. Und vor allem, ich finde auch die Geschichte vom Schwarzen Keiler richtig cool. Ja, das fixt mich total an, wie das gemacht ist mit dem Baron, der dann hereinstürmt und so weiter. Man eigentlich gar nichts dagegen machen kann, dass er seine Laune rauslässt und euch gefangen nimmt. Also Geschichte sehr cool, gefällt mir richtig gut. Und Umsetzung mit dem Dungeon-Mechanik finde ich ist eine tolle Bereicherung. Ja, das heißt, ich bin froh, dass das dann nicht auch unbedingt immer Standard ist, weil euer Heldendeck ist sehr geschwächt dadurch. Das ist ultra thematisch. Ja. Ihr habt sozusagen nichts außer das Werkzeug, das ihr gefunden habt und startet somit das Spiel. Ich glaube aber, ich finde es zu dieser Box extrem passend, ja, weil dadurch hebt sich diese Erweiterung ab, würde dieses Spielsystem aber nicht auf Dauer spielen wollen, ja, weil man schon gerne sein eigenes Deck hat, das man sich selber konstruiert, ja, und das ist ja auch eine schöne Stärke des Spiels, wenn man viele Karten hat, ähnlich wie in Herr der Ringe oder so, dass man das auch schön miteinander kombinieren kann bei den Helden. Und das ist natürlich dann toll, wenn man sieht, dass sein Deck auch gut funktioniert. Ja, und in diesem Abenteuer speziell habt ihr das eben nicht, weil ihr thematisch ja auch geschwächt seid und das finde ich sehr toll. Also, wenn man das Abenteuerkartenspiel mag, dann muss man sich die Erweiterung unbedingt holen. Ja, ihr bekommt neue Helden dazu, einen neuen Abenteuermodus. Vor allem die dauern auch nicht lange, die Kämpfe. Ja, ich habe jetzt maximal bis Stufe 3 gespielt, habe es also noch nicht ganz durch. Und muss sagen, dass es einfach Laune macht, hier sich jedes Mal wieder in den Dungeon zu wagen, weil die Varianz eigentlich so groß ist. Ja, ihr habt jetzt mit diesem kleinen Erweiterungspack Rückkehr zum Schwarzen Keiler, ich glaube, 7 Alarmkarten sind das. Das heißt, ihr könnt auf 7 verschiedene Gegnerfraktionen treffen. Ihr habt einiges an Dungeon-Karten für jede Stufe, die ihr unterschiedlich zusammenmischen könnt. Natürlich werdet ihr dann öfter mal auch die gleichen sehen, wenn ihr die gleiche Stufe öfter spielt. Aber die Anordnung, ja, die macht es dann natürlich aus. Und wie gesagt, wenn man das Rollenspiel-Universum mag und sich da auch hineinversetzen kann, dann bekommt man mit dieser Box eine hochthematische Erweiterung für dieses schöne Kartenspiel. Wie gesagt, es ist nicht wahnsinnig intuitiv oder beziehungsweise nicht intuitiv, nicht wahnsinnig innovativ, aber das, was es macht, macht es sehr gut und ich bin froh, dass ich diese Erweiterung habe und möchte es jedem Aventurier, das Kartenspiel-Fan, auf jeden Fall empfehlen. Ja, eben weil es mal ein bisschen abweicht von den Standardregeln, ja, dass man nicht volle Kartendecks hat und so, das passt einfach alles gut zu dieser Quest und die Geschichte ist ja echt toll. Ja, dazu empfehle ich euch auch das Ausbauset. Das heißt, seid ihr Besitzer
des Grundspiels, das vor ein paar Jahren rauskam, also einer der ersten Welle sozusagen, dann sind hier ein paar Karten dabei, die aktualisiert worden sind. Und ihr bekommt auch ein bisschen mehr anderes Zusatzmaterial noch dazu. Vor allem, ich glaube, das steinerne Schiff ist dann noch dabei, wenn ihr diese Quest noch nicht habt. Ja, also kann ich euch die auch empfehlen. Ansonsten muss man sie nicht unbedingt kaufen. Wenn ihr schon die aktuelle Version besitzt, müsst ihr euch das Upgrade-Pack sozusagen nicht kaufen. Aber die kleine schwarze Keiler, Rückkehr zum schwarzen Keiler-Erweiterung, die auf jeden Fall mit hinzunehmen, um die Varianz noch mehr zu vergrößern. Ja, sehr schön gemacht. Wie man hier versucht, aus dem Keller zu flüchten, einfach genial, sehr thematisch und immer wieder lustig und auch keine epische Spielzeit. Ja, ihr könnt sowas auch, ich denke, wenn man es fix macht, dann kann man sowas auch in einen Abend einmal durchspielen, alle 5 Zyklen. Und eine große Stärke dieses Spiels, das ich nochmal hervorheben möchte, das ist dieser astreine Solo-Modus. Ja. Also ihr seht schon, ich habe die Magierin da gespielt, was eigentlich denkbar die schlechteste Wahl ist, weil man hier eigentlich sehr viele Werkzeuge findet und die Werkzeuge sind eher nahkampfbezogen und die Magierin ist schlecht im Nahkampf. Und trotzdem habe ich auch im Video die erste Quest geschafft und bin mit der auch bis zur dritten Quest gekommen. Ja, ganz einfach, weil dieses Spiel am Anfang einen immer vermittelt, oh Gott, ich kann das nie und nimmer schaffen, ja, die zerstören mich. Aber nicht nur ich würfle schlecht, auch die Gegner können schlecht würfeln. Und da sich kein Boss hier befindet, ja, dann flüchten diese Gegner auch. Und somit könnt ihr auch eine Schlacht gewinnen. Das müsst ihr schon mögen, ja, das heißt, es ist auch sehr thematisch, das kann man alles thematisch recht gut verbinden, weil man denkt sich, okay, ja, diese Goblins haben jetzt da total Angst vor ihnen bekommen, weil ich schon so lange bestehen kann, ja, und ich bin natürlich auch ein Magier und die ziehen halt dann oder machen dann natürlich Reißaus, bekommen es mit der Angst zu tun und ziehen sich zurück. Und das finde ich sehr geil gemacht und es ist einfach immer wieder spannend, ja, weil man weiß, oh, man würde jetzt sterben, wenn der mich trifft, ja, und dann würfelt der und er haut sogar noch ab. Und dann denken sie sich, ja, er ist weg und ich komme in die nächste Stufe. Ja. Und das ist richtig cool. Man kann es wirklich sagen, es ist so ein Rollenspiel im Kartenspielformat. Ja. Ihr müsst natürlich viel auswürfeln. Das muss man auch mögen. Das gehört aber zu DSA. Das gehört dazu. Das gehört auch zum Rollenspiel, dass man sich viel auswürfelt. Und genau das macht auch Aventuria. Rückkehr zum schwarzen Keiler. Eine coole Erweiterung. Ganz kurz erwähnen möchte ich auch noch einmal hier. Wald ohne Wiederkehr und steinerne Schiff der verlorenen oder Schiff der verlorenen Seelen Sammelbox. Ja, da ist eine Sammelbox drin mit Wald ohne Wiederkehr eben und Schiff der verlorenen Seelen und auch das steinerne Schiff, welches sich im Aufbau im Upgrade Pack befindet, ist hier auch enthalten. Das heißt, wenn ihr Aventuria mögt, kommt ihr auch um diese Quest nicht herum, was ich in meiner Vorstellung schon mal gesagt habe. Soll sich da auch ein Gegner befinden, der eigentlich noch unbezwungen ist. Und das ist wirklich nur für Experten zu empfehlen. Und da bin ich noch nicht zum Testen gekommen, bin aktuell noch mit Aventuria die Woche beschäftigt gewesen, mit dem schwarzen Keiler natürlich. Ja. Und das war echt genial. Und wir werden es dann auch nach dem Messe gleich nochmal spielen. Beziehungsweise diese Woche werde ich es auch nochmal spielen, weil es einfach toll ist hier. Das zu machen und so ein Abschnitt, ja, der ist auch schon schön gelesen und auch mal in einer Stunde das alles gemacht. Ja, einzig, man muss sich die Karten irgendwie sortieren. Ja, das kann natürlich dauern, bis man das Spiel ein bisschen aufgebaut hat. Man muss die Decks verändern. Ja, das kann ein kleiner Nachteil sein, dass man hier die Decks der Charaktere verändern muss. Wenn ihr sie gesleeved habt, dann müsst ihr sie wieder ausleeven, weil ihr die als Belohnungsdeck bekommt. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil, die Organisation. Und so weiter, da muss man sich ein schönes Storage bauen und der Aufbau, ja, das zieht sich vielleicht ein bisschen, ist nicht so opulent, aber kann ein bisschen nerven, aber trotzdem, das nimmt man in Kauf für ein tolles Spielerlebnis, das dann danach auch folgt. Ja, das war's, mein Fazit zum schwarzen Keiler, ich kann es wärmstens empfehlen, wenn ihr es in Essen seht, ja, dann gleich zugreifen, wenn ihr das Kartenspiel mögt, kommt ihr um die Erweiterung nicht herum. Und ich werde auch versuchen, mir die Spielmatte zu holen. Da gibt es auch eine schöne Spielmatte zu diesem Spiel. In Berlin kommen habe ich es leider versäumt, ja, beziehungsweise es war auch am Ende nicht mehr so einfach des Geldes wegen. Und ja,
Da muss ich sagen, schönen Dank für die Rezensionsexemplare nochmal an den Jens Ballerstedt, der mir das auch zur Verfügung gestellt hat. Wirklich sehr nice. Und in nächster Zeit werdet ihr dann auch noch das steinerne Schiff ein bisschen kennenlernen von mir. Ja, meine Meinung dazu, das muss ich dann erst noch antesten. Soll ja ultra schwer sein. Aber ich glaube, ich habe jetzt noch Bock, ein bisschen hier im schwarzen Keiler mein Unwesen zu treiben und muss natürlich die Geschichte auch noch beenden. Ja, tolle Quest, tolles Spiel, tolle Erweiterung. Weiter so, immer mehr von diesem Zeug, da kann man nicht genug haben. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der Messe, in Essen und bis zum nächsten Video. Euer Austrian Board Gamer. Ciao.